Herzlich willkommen, lieber Stier, zu deiner Tarot-Wochenbotschaft. Ich möchte mal schauen, was die Tarotkarten zu deiner nächsten Kalenderwoche schon zu sagen haben. Kalenderwoche 28 beginnt am 10. und endet am 16. Juli. So, ich mische als erstes die Karten einmal in der Hand. Zwei Karten sind mir hierbei rausgefallen. Die scheinen wichtig zu sein bei dir. Zieh nochmal eine Karte zusätzlich. Ah, hier wird sich irgendwas ändern bei dir. Hier ist tatsächlich irgendwie eine ganz starke Veränderung drin, aber ich weiß tatsächlich nicht, ob es zum Positiven oder zum Negativen wird. Es ist tatsächlich eine Tarot-Kartenlegung. Wenn du in der letzten Zeit sehr viel Stress hattest oder sehr viele Konflikte, dann ist das hier extrem positiv. Das hier ist so eine Karte mit dem Magier, ist tatsächlich so eine Aufforderung, dass du wieder mehr ins Machen kommen sollst, also wieder mehr Initiative ergreifen, dass du der Schöpfer deines eigenen Glückes bist oder die Schöpferin deines Glückes, ne? Das ist hier so eine ganz, ganz wichtige Nachricht. Und dann, wenn du es schaffst, irgendwas voranzubringen, beziehungsweise die Initiative zu ergreifen, dann hast du gute Chancen, dass etwas Schlechtes sich hier an dieser Stelle totläuft und du dann quasi in eine, ich sag mal, positive Mangellage kommst oder beziehungsweise in eine Lage, wo das Schlechte nicht mehr so präsent ist oder beziehungsweise das Stressige, ne? Das muss ich ja tatsächlich sagen. Aber das Wichtige bei dieser Tarotkartenlegung ist, dass du ins Machen kommst, dass du hier die Initiative ergreifst und quasi dein Leben in die Hand nimmst. Also überleg in dieser Woche bitte mal ganz genau, was in deinem Leben möge bitte weggehen oder soll nicht mehr da sein, damit es dir generell einfach besser geht, damit du einfach irgendwie mehr Luft hast, mehr Raum zum Atmen, dass du gewisse Dinge einfach loslassen darfst. Das Ding ist halt, es ist kein passives Loslassen, sondern es ist ein aktives Loslassen. Das heißt, du musst selber die Initiative ergreifen, du musst selber gucken, wie du das für dich voranbringst. So, ich will nochmal weiter gucken. Die fällt zusätzlich raus. König der Münzen. Okay, alles klar. Das hier könnte auch eine 1A-Legung sein, wenn du zum Beispiel an einer Ex-Liebe hängst, dass du dir deine Ex-Liebe loslassen darfst, beziehungsweise loslassen sollst. Hier ist ein gewisses Aufgeben in der Karte drin, beziehungsweise ein gewisses Scherben aufsammeln. Also nicht mehr gegen anarbeiten, also zum Beispiel den Ex-Freund zurückwollen, sondern hier geht es tatsächlich in erster Linie darum, mit der Situation klarzukommen und die Situation als solche zu akzeptieren und schauen, wie geht dann mein Leben weiter. Ja, das Ding ist halt bei dem König der Münze, jetzt glaub nicht, dass sofort ein neuer Mann kommt, der dich ablenkt, sondern in dieser Kartenlegung gibt der König der Münze den Rat vor. Hier geht es tatsächlich darum, nicht am Alten festzuhalten, sondern etwas Neues zum Wachsen und Gedeihen zu bringen. Aber dazu muss natürlich erstmal Platz geschaffen werden, ne? Du musst dir das ungefähr so vorstellen, dein Inneres, dein Seelenleben ist wie so ein Acker. Und wenn ganz viel Unkraut auf diesem Acker wächst, kann natürlich nichts Produktives wachsen. Also keine Nutzpflanzen, keine Blumen. Und tatsächlich überleg mal bitte in dieser Woche, was ist das Unkraut? Was kann weg? Was sollte unbedingt aus deinem Acker rausgerissen werden, damit etwas Neues wieder blühen kann? Okay, lieber Stier, das war deine Tarot-Wochenbotschaft. Wenn dir das gefallen hat, lass ein Like da, ein Abo und kommentiert fleißig, ne? Das hilft mir und dem Algorithmus. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr zugeschaut habt.